auf dem Berner Bundesplatz ist es im Moment relativ trocken. Das einzige Wasser, das kommt, ist höchstens das von oben. Der Regen, das von unten, das normalerweise im Sommer vom Wasserspiel raufkommt, das ist im Moment abgestellt. Bei mir ist jetzt der Raphael Flückiger vom Tiefbauamt. Vielleicht geht als erste Frage, wieso läuft das Wasserspiel durch den Winter durch den nicht? Ja, das ist ziemlich einfach. Wir haben mit dem Frost zu kämpfen. Und das würde natürlich dazu führen, dass wir Schäden hätten an der Anlage. Und das heisst, das müssen wir einfach abstellen. Also, es würde im Moment eh nicht laufen, wenn wir eine Bodendetektion haben, die Temperaturen. Und wenn es unter 5 Grad geht, stellt es eh ab. Also, es würde eh nicht laufen im Moment. Und das ist für euch natürlich die Gelegenheit, das Wasserspiel an einer Revision zu unterziehen. Und uns herum sind da die Arbeiter schon dran anzufangen. Heute ist quasi der Startschuss für die Revision. Was machen vielleicht die Arbeiter jetzt hier, wo wir sehen? Ja, sie schützen die Bodendeckel drauf. Das heisst, wir schützen das Fontänenrohr schützen, so, von äußeren Einflüssen. Dass einfach nichts oben runter kann kommen, während dann rund 5 Monate das Wasserspiel aus dem Betrieb ist. Jetzt unter uns ist ja quasi die ganze Anlage, wo wir dann runtergehen. Was man jetzt hier vielleicht noch schnell zeigen kann, das Wasser, das normalerweise aufspritzt, das geht dann woher? Das geht hier drinnen, die wir sehen. Also wir sehen jetzt eben kaum. Es geht aus wie eine Fuge. Das geht hier runter. Wenn wir das mit der Kamera noch auffahren, das sind rund etwa 40 cm, wo das Wasser oben runterplätschert hier. Das geht dann da drinnen entlang ganz vorne, bis zum Technikraum. Das sieht man alles nicht. Macht dann einen Kehr und kommt dann durch den Rücklauf zurück in die ganze Anlage und wird dann dort wieder neu aufbereitet. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir doch wirklich einen Stock weiter runter, schauen, wie die Anlage aussieht. Genau. Normalerweise sieht man ja da gar nicht, dass das der Eingang ist zu dieser Anlage. Ja, das ist richtig. Wir haben das Bodentor offen jetzt, wenn grosse Revisionen stattfinden, machen wir uns das ein bisschen einfacher und können so natürlich einfacher rein und raus. Es hat nebendran noch einen Mannseinstieg. Wenn wir ein Problem haben, Havarien haben oder so, dann steigen wir in der Regel durch das Loch ein, damit wir da nicht zu viel den Verkehr behindern. Gut, dann gehen wir hier die Stege runter. Ich gehe voraus vielleicht. Jetzt, wenn man hier runterkommt, was einem entgegenschlägt, ist quasi der Duft. Also man hat fast ein bisschen das Gefühl, man geht in ein Hallenbad runter, in ein unterirdisches. Es schmeckt nach Chlor. Herr Flückiger, ein Hallenbad ist es nicht hier unten? Nein, es ist kein Hallenbad, das ist richtig. Die Infrastruktur ist aber ziemlich ähnlich wie ein Hallenbad. Oder sogar fast baugleich, würde man sagen. Wir arbeiten ja mit Chlor wie in den Hallenbädern und mit anderen Chemie. Und wie gesagt, wir bereiten das Wasser auf. Also, das kommt hier in den Rücklauf zurück. Also von der Rinne oben ab, genau. Kommt es näher? Genau, kommt es hier zurück und geht dann in die erste Reinigungsstufe, den Grobrechen, den Grobfilter. Gut, dann gehen wir dort vorne schauen in diesem Fall. Also das heisst, das Wasser, das oben rauskommt, das ist wirklich in Badequalität. Oder? Man sieht ja im Sommer immer Kinder, die dort ein Bad am Nase sich erfrischen sind. Ja, das ist richtig. Genau, ja. Also wir haben wirklich die gleichen Vorschriften wie in der Badeanstalt der öffentlichen. Und das wird entsprechend kontrolliert und gecheckt. Also permanent haben wir hier die Wasseraufbereitung, die wir sehen, wie die Qualität ist von diesem Wasser. Und falls das würde aus dem Ruder laufen oder nicht mehr würde stimmen, dann gibt es entsprechende Alarme und das System fährt auch selber runter. Wunderbar. Jetzt stehen wir hier vor der ersten Filteranlage. Ihr habt uns gesagt, wir können hier kurz oben reinschauen. Die Kamera würde jetzt hier auf der anderen Seite vielleicht schnell raufgehen. Wollen wir hier rauf, damit wir reinschauen können? Es ist ein bisschen eng hier oben. Es nimmt da gleich den Deckel fort, genau, dass wir hier drin sind, in den ersten Schritt, wo das Wasser durchkommt. Was sehen wir hier, Herr Flückiger? Im Moment sehen wir eigentlich nicht sehr viel. Also, was ihr seht, ist viel Schmutz, Schmutzpartikel, eher kleineres. Ihr seht Blätter, ihr seht Zigarettenstummeln. In der Regel wäre es jetzt so, dass von dieser Seite der Rücklauf daherkommen würde und das Wasser geht dann hier durch den Grobfilter durch. Das sind verschiedene Siebe, die hintereinander geschaltet sind. Und nach dieser ersten Grobreinigung fließt das Wasser dann in den sogenannten Schmutzwassertank, wo wir dann auch noch schauen können. Das heisst, eure Mitarbeiter sind jetzt den ersten Filter da quasi auch am Reinigen. Was ist da? Habt ihr schon mal irgendeinen Ehering oder etwas gefunden? Oder etwas Spezielles? Das sagt mir jetzt gerade nichts, ehrlich gesagt. Wüsste ich nicht, ehrlich gesagt. Aber was wir vielleicht auch schon gefunden haben, ist ein Apfelgräubchen und so solches Zeug. Aber in der Regel ist es Blätter, Plastikpartikel oder eben vor allem Zigarettenstummeln.
Wunderbar, dann nehmen wir da den Weg runter wieder in Angriff. Nach dem ersten Grobfilter wird das Wasser nämlich ein bisschen feiner noch gefiltert. Wunderbar. Schnell da unten ist quasi der nächste Schritt. Da muss man mit dem Licht reinzünden. Wir haben hier auf der Seite den Grobfilter, wie wir vorhin reingeschaut haben. Und das Wasser fließt dann da in den Zwischentank, wenn man so will, den Schmutzwassertank. Ab hier wird jetzt das Wasser eigentlich in die Zirkulation gebracht, um es aufzubereiten. Und wir sehen hier schon eine erste Einspeisung von der Chemie, die hier stattfindet. Das Wasser läuft hier dieser Leitung entlang und geht dann über zu den sogenannten Quarzsandfiltern. Da findet dann eine Feinfiltration statt, damit wir die Filtration beschleunigen können oder sie effizient wird. Fügen wir hier noch Flockungsmittel beifügen, dass die Schmutzstoffe sich besser bingen in dem Sinn, oder Klümpel gibt, wenn man so will. Und nach dieser Aufbereitung oder dem Zusetzen von dem Flockungsmittel gehen wir dann in die sogenannten Quarzsandfilter. Also das heisst, in diesen blauen grossen Tanks, die wir hier sehen, landet dann quasi das ganze Wasser, das von oben runterkommt und wird dann hier super gefiltert quasi. Genau, richtig, genau. Also es wird wirklich auf das Minimum gefiltert, wenn man so will. Also da hat er gar nicht mehr drin nachher an Feinpartikeln. Und ab hier ist es in dem Sinn gereinigt und findet dann den Weg zurück in den Sauberwassertank und wird, bevor es in den Tank kommt, noch desinfiziert. Und nachher ist das Wasser theoretisch wieder bereit, damit es wieder aufgespritzt werden kann. Noch schnell eine Zwischenfrage. Wie viel Liter Wasser, vielleicht könnt ihr das sagen, sind da so in diesem Kreislauf integriert? Ich kann so viel sagen, wir tun pro Tag, respektive pro 24 Stunden, wo das Wasserspiel läuft, tun wir 250 Kubik reinigen. Im gesamten Netz kann ich nicht sagen, was genau drin ist. Ja, das ist etwa so das. Hinter uns sehen wir gleich die Arbeiter einen Stock weiter rauf. Ich würde sagen, wir gehen denen schnell auf die Finger schauen, mit was sie heute bei dieser Revision anfangen. Jetzt ist das hier ein schwieriges Leiter zum Aufgehen für die Kamera. Darum gehe ich zuerst und übernehme dann schnell. Damit auch unsere Kamerafrau noch den Weg hier rauf findet. Tipptopp, auch das wäre geschafft, die nächste Hürde. Jetzt stehen wir hier quasi wirklich direkt unter der Fontäne, ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Wir sind hier unter der Fontäne, Nummer 7 von diesen 26 Stück. Was wir hier sehen, ist einerseits in der Mitte die Fontäne selber. Also wir haben hier rund 1,5 Meter Höhe noch, bis wir dann draußen sind. Also wir haben hier von 1,5 Meter dickem Beton. Und was man rundum sieht, sind die Leuchten, die man sieht, oben nachher, wo man das Wasserspiel nachts beleuchten könnte mit diversen Farben. Vom Mekano ist es so, das ganze System ist unter Druck permanent. Sobald der Computer eine Choreo ansteuert, wie zum Beispiel die Fontäne Nummer 7 sollte spritzen, auf einer gewissen Höhe, wird das erste auf dem Proportionalventil, in dem Sinn die Höhe reguliert. Sobald die Höhe gegeben ist, also das ist eine Sache von Millisekunden, wo das einstellt, tut dann das Wasser weichen, der Schalter tut dann auf. Und das heisst, das Wasser geht nicht mehr rücklauf, sondern geht dann direkt raus. Und wenn es dann eine Choreografie oder eine Sequenz ist, wo wir noch mehr als 4 Meter hoch spritzen wollen, haben wir die Möglichkeit, auf der anderen Seite sieht man das Ventil, wo wir Luftdruck noch dazugeben können. Und dann können wir dann bis 6 Meter hoch spritzen. Wie viele verschiedene Choreografien oder Bilder gibt es? Insgesamt haben wir von 2200 Einzelbilder, die da innerhalb von 25 Minuten ablaufen. Und jetzt eben läuft das Wasserspiel nicht mehr, sprich, es ist Gelegenheit für euch und eure Mitarbeiter, auch die Technik hier so richtig voneinander zu nehmen und dieser Jahresrevision zu übergeben. Quasi. Was wird jetzt hier gemacht? Man sieht hier schon einzelne Teile im Boden. Genau. Im Moment sind die Kollegen dran, die einzelnen Fontänen auseinanderzunehmen, respektive die ganze Regeltechnik, die wir jetzt gerade vorher davon hatten. Wir werden die voneinander teilweise und werden die müssen reinigen. Möglicherweise braucht es einzelne Komponenten, ihr seht hier die Elektronik drinnen, muss man wechseln, das wird man dann sehen, wenn man es auftut, ob es nötig ist oder nicht.
Und dann wird es eben entsprechend gereinigt und dann wieder stark klar gemacht für die nächste Saison. Sind das Vorgänge, wo man quasi automatisiert jedes Jahr jetzt wieder wiederholt? Passiert das einfach einmal im Jahr die Gesamtrevision oder steht heute etwas Spezielles noch auf dem Programm? Nein, wir haben heute glücklicherweise nichts Spezielles, muss ich sagen. Es ist so, wir haben ein Drehbuch, eine mehrseitige Anleitung, wo die Kollegen wissen, was sie genau zu tun haben. Und es läuft eigentlich immer nach dem gleichen Prozedere. Ist natürlich auch mit der Zeit gewachsen, wenn man sieht, es gibt noch Schwachstellen oder Sachen, die man noch näher anschauen muss, aber es entsprechend korrigiert. Es ist natürlich schon so, wir haben hier einen Prototyp vor uns. Eigentlich praktisch jedes Wasserspiel ist ein Prototyp. Und das heisst, es gibt nur einmal genau das System, oder? Richtig, genau. Also natürlich gibt es einzelne Komponenten, die an anderen Orten noch drin sind. Aber ich sage jetzt mal, in dieser Ausführung, es ist natürlich schon ein gewisses Alter, natürlich, die Anlage. Aber genau so konfiguriert ist mir nicht bekannt, dass es ein zweites Mal gibt auf dieser Welt. Das ist so. Und natürlich muss man entsprechend auch ein bisschen reinkommen, man muss die Anlage lernen kennen. Und mit der Zeit weiss man auch, wo man was genauer anschauen muss, wo es vielleicht ein bisschen mehr Unterhalt fordert, wo man Teile halt mal ein bisschen früher ersetzen muss, als eigentlich der Lieferant mal angegeben hat. Was sind denn so vielleicht die heiklen Punkte? Jetzt eben das Wasserspiel, wenn ich richtig informiert bin, gibt es glaube ich schon seit 2004. Was sind so die heiklen Punkte, die ihr vielleicht seit dann habt entdeckt oder die Schwierigkeiten? Ja, jetzt, wenn wir schon die Wasserweichen vor uns haben, ihr seht die Öffnung hier. Das war ursprünglich mal zu. Jetzt ist es so, dass das eine komplexe Geschichte ist da im Inneren von dieser Weiche. Und das hat mit den Jahren noch dazu geführt, dass es eine gewisse Undichtheit gegeben hat drin. Und das hat dazu geführt, dass die ganze Elektronik da innen korrodiert ist und man V-Schaltungen hatte von diesen Wasserweichen, respektive sie ganz ausgefallen. Das ist etwas, was uns gelehrt hat, eigentlich die Geschichte und die letzte Zeit. Und dort haben wir nachher selber das Zeug aufgetan und uns dann auch so anordnen, dass wenn Wasser, wenn Undichtheit herrscht, dass das Wasser auch weggehen kann und dann sind noch runtertropfen. Und dann sehen wir auch, Achtung, hier ist etwas nicht gut. Und dann ist es, entweder muss man es ziemlich schnell oder sofort auswechseln, die Weichen. Oder man sagt, nein, es reicht bis Ende der Saison, wo du es dann von lange und oder ersetzen. Ist das eigentlich das Wasserspiel? Also ihr seid ja nicht Chef Wasserspiel quasi, ihr arbeitet beim Tiefbauamt. Wie viel Prozent von eurem Job beschäftigt euch das Wasserspiel? In der Regel nicht, oder praktisch nicht. Die Kollegen, die haben das top im Griff. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, wir haben nur für den Betrieb des Wasserspiels haben wir 5 Mitarbeiter ausgebildet als Badmeister zusätzlich. Das ist auch nötig, weil man sonst mit der Chemie nicht arbeiten darf. Oder? Also dort dürfen dort eigentlich nichts machen in diesen Chemieräumen. Das ist das, wo vielleicht die, ja, man muss daran denken, dass die Kurse müssen wiederholt werden müssen. Aber in der Regel habe ich sehr wenig oder bis gar nichts zu tun, weil doch Mitarbeiter sehr motiviert sind und schauen, dass das Baby hier läuft. Badmeister, also haben eure Mitarbeiter vom Tiefbauamt von Stadt Bern auch gelernt leben retten, also in der Badmeisterausbildung, oder ist das wirklich nur auf der chemikalischen Ebene? Ja, da geht es primär darum, dass man den Wasserhaushalt im Griff hat, die ganze Chemieaufbereitung in dem Sinne im Griff hat. Es geht nicht darum, dass man ins Becken springt und das Leben retten will. Das wäre nicht so. Wäre ja hier auch eher schwierig. Gut, ich würde sagen, während eure Mitarbeiter hier noch weiter die Elemente abschrauben, gehen wir noch schnell ins Chemieräumchen einen Blick werfen. Dann müssen wir wieder runtergehen. Genau, die Kamera muss auch wieder runter, zusammen mit der Kamerafrau, dass wir hier können weitermachen. Wie gross ist eigentlich der Raum da unten? Es sind rund 300 Quadratmeter, wo wir die ganze Technik versorgen. Was wir noch kurz noch zu sagen ist, was wir noch vergessen haben vorhin, ist eigentlich das aufbereitete Wasser. Wir finden am Schluss den Weg da in den Sauberwassertank. Das sehen wir hier sehr schön. Hier haben wir klares Badewasser. Und also das wäre jetzt da genau, wo man quasi könnte. Das ist jetzt wirklich Schwimmbadwasser. Ja, das ist richtig, genau. Und ab hier tut das System selber entsprechend das Wasser anfordern. Es geht dann hier über die Pumpe, die man hier sieht. Und tut dann das ganze System unter Druck bringen. Und nachher tut der Computer selber regeln, nach Choreo, welche Fontäne, wann, wo muss spritzen. Genau.
Gut, dann gehen wir jetzt eben noch schnell in das Chemieräumchen rein. Das ist jetzt eben hier, wo man quasi die Badmeisterkompetenz braucht, damit man die Chemikalien darf bedienen. Und das ist auch wirklich die Gelegenheit, heute, wo der Start ist von dieser Revision, dass man auch die Elemente hier quasi reinigen kann. Genau, das ist richtig. Was wir hier vorne sehen, sind Dosierpumpen. Die ganz kleine Mengen ins System einführen. Je nachdem, was es braucht. Also der Computer rechnet permanent, wie die Wasserqualität ist. Und wenn da irgendetwas auf die eine Seite geht, dann wird entsprechend nachher korrigiert. Und entsprechend die Chemie nachher dosieren. Was wir jetzt sehen hier, das sind die Pumpen, die auf Hochbetrieb laufen. Wir haben die abgehängt von der Chemie. Da sieht ihr dann Pelter auch keine Chemiekanister mehr, die da neben dran stehen. Was wir hier machen, ist nichts anderes als eine Reinigung von diesen Pumpenanlagen. Und das ist nichts anderes, dass man einfach Wasser durch das System durchlässt und dann wieder rauslässt und das über eine gewisse Zeit macht. So können wir die Reinigung vollziehen. Das sieht alles schon relativ technisch aus, aber wir haben vorhin beim Vorrundgang schon gemerkt, das kann man noch toppen, und zwar im Steuerraum. Vielleicht werfen wir dort zum Schluss auch noch schnell einen Blick rein. Da wird fleissig gearbeitet. Der Steuerraum ist dahinter. Also das ist quasi hier wird gesteuert, wenn das welche Fontäne zu spritzen hat. Genau, ja. Also hier ist das Hirn von der ganzen Anlage. Also da wird sowohl die Wasseraufbereitung überprüft oder eben nachher korrigiert, wie auch die Fontänentechnik. Eben, wir haben die Choreo. Das läuft jetzt hier auf dem Rechner, das sehen wir jetzt so nicht. Aber das ist ein Software, das die entsprechenden Choreos dann, aufbereitet und zur Verfügung stellt. Schickt das dann hier an Industrierechner, wenn man so will. Und der Industrierechner tut das dann umsetzen, dass dann die Fontänen entsprechend funktionieren oder eben auftun, wenn sie sollten. Hier sehen wir kurz rein. Das ist so ein bisschen das Hirn von der ganzen Anlage. Und das hier sieht hier Relais, wo dann, wenn das Wasserspiel würde laufen, zum entsprechend gesagt, ja, jetzt ist der Wasserschalter offen, ist zu. Und die ganze Regulierung von der Proportionalventil, sprich von der Höhe von der Fontänen. Das würden wir hier alles sehen. Im Moment ist es natürlich abgestellt, darum passiert hier nicht viel. Sonst wäre das vielleicht ein Lichtspiel. Würdet ihr eigentlich auch gerne mal mitreden, wenn so eine neue Choreo entsteht, ihr, die da unten quasi die Anlage beherrscht? Also, ich würde sagen, wir hätten auch gewisse Ideen, was man da noch machen könnte. Das ist so. Natürlich ist es sehr aufwendig. Da muss zuerst mal rein von der Kunst her, sagen wir mal, oder von den Bildern her, muss man das können super visualisieren, vorgängig. Und das nachher dann schlussendlich umsetzen in die Rechner rein, das Programmieren, ist ein grosser Aufwand. Spannend ist natürlich, mal etwas Neues zu machen, ist klar. Aber man muss sich schon sehen, es sind 26 Fontänen, wir sind da nicht wie im Bellagio Hotel in Vegas. Also, ja, es ist auch einigermaßen beschränkt jetzt von der Choreo oder vom Bild, von den Bildern, die man könnte machen. Aber wenn man noch eine Idee braucht, könnte man bei euch anzapfen. Ich denke schon, ja. Die eine oder andere Idee hat man auch schon. Für jetzt den Rundgang abschließen, gehen wir noch einmal raus zu den Wassertank. Jetzt sehen wir nämlich, es gleicht hier wirklich schon gleich an einem Schwimmbad. Das Wasser läuft jetzt hier raus. Vielleicht könnt ihr uns noch schnell erzählen, was jetzt die nächsten Schritte sind, die eure Mitarbeiter hier machen müssen. Wir haben jetzt so auf der elektronischen Seite so ziemlich alle Arbeiten bereits gemacht. Jetzt fällt so die grobe Arbeit an. Das heisst, entleeren von, jetzt sehen wir gerade den Grobfilter, der hier entleert wird. Da wird viele Schmutzpartikel werden da rauskommen. Wie gesagt, das wird dann alles wirklich geleert und gereinigt und dann stillgelegt. Das ist jetzt die eine Seite. Und dann müssen natürlich sämtliche Becken, die wir vorhin gesehen haben, müssen entleert werden. Und natürlich auch die Quarzsandfilter, die wir dann gesehen haben, wo die Feinfiltration stattfindet. Dort kann man vielleicht noch dazu sagen, dass wir heute am Morgen früh bereits eine Schockchlorung gemacht haben von diesen Quarzsandfilter. Das heisst, wir haben ein bisschen viel Chemie drin da. Und das machen wir, dass man eben so eine Enddesinfektion von diesen Filtern vollziehen kann. Oder? Und in dem Sinne kann in Winterschlaf gehen. Bevor es dann in Winterschlaf geht, wie viele Mitarbeiter von euch sind jetzt da wie Mengentag beschäftigt mit der Revision, die heute ja startet? Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen,
so wie wir heute beleidigt sind, mit rund 4 Personen, braucht das vielleicht 2 Tage, vielleicht maximum 3. Und dann sind es viele kleine Arbeiten, die sukzessive gemacht werden müssen. Da kann man mit einem oder zwei Mal etwas machen. Oder muss man etwas von annehmen. Ich sage jetzt mal, insgesamt reden wir auch von irgendeiner Woche Arbeit, vielleicht anderthalb, mit rund 1 bis 2 Mal. Und dann wird es eingewintert, bevor es im Frühling wieder frisch revidiert von frischem anfangen spritzen kann. Genau, ja. Wir brauchen rund 2 Wochen, bis wir es wieder so weit bereit haben, dass es funktioniert. Also da muss natürlich die ganze Chemie wieder eingestellt werden. Nebst dem, dass hier diverse Komponenten müssen eingebaut werden, das ganze System befüllt. Und dann so rund nach 14 Tagen sind wir dann parat. Also wir starten rund 14 Tage, bevor das Wasserspiel wieder losgeht. Perfekt. Merci vielmals, Herr Flückiger, für deinen interessanten Rundgang. Merci auch. Ja, dann würde ich sagen, bevor uns da das Wasser dann noch bis zum Haus wird stehen, da unten, gehen auch wir wieder rauf an den Obergrund. Und dann würde mich natürlich interessieren, ob auch ihr euch auf das Wasserspiel auf dem Bundesplatz wieder freut. Schreibt es uns doch in die Kommentare.